Brennstoff kann man auch mehr Uran-235 beimischen. Das nennt man dann hochangereichertes Uran. Und das kann dann für Waffen verwendet werden? Genau. Die Brennstofffabriken sind klein und können gut versteckt gebaut werden. Aber die meisten Länder machen es ganz offiziell. Oje, oje, das sind doch alles Schurken. Ein Problem ist auch der Stoff namens Plutonium, welcher immer während der Kernspaltung entsteht. Plutonium wird aus den alten Brennstäben herausgelöst und in großen Mengen gesammelt. Plutonium eignet sich bestens für Atomwaffen. Man hat schon so viel, dass man mindestens 100.000 Plutoniumbomben bauen kann. Du machst mir Angst. Du siehst, jedes Atomkraftwerk kann auch einen militärischen Nutzen erfüllen. Das Problem ist, dass Länder, die sich mit dem Bau von Atomwaffen auskennen, dieses Wissen anderen Staaten weitergeben könnten. Expertinnen und Experten nennen das Proliferation. Proliferation also. Aha, das kann ich mir nicht merken. Es wird angenommen, dass man das nicht verhindern kann. Die mögliche kriegerische Nutzung ist eines der großen ungelösten Probleme der Nutzung von Atomenergie. Mir fällt gerade was ein. The Next Generation. The Next Generation? Das ist doch diese Fernsehserie mit dem Raumschiff. Nicht doch. Man plant jetzt die nächste Generation von Atomreaktoren. Ach so, erzähl mir mehr. Nachdem in Atomkraftwerken einige schlimme Unfälle passierten, wusste man, dass doch nicht alles so sicher ist wie angenommen. Denk nur an Tschernobyl. Dort explodierte ein Reaktor und schleuderte Unmengen von radioaktivem Material in die Atmosphäre. Danach regnete es weltweit strahlende Substanzen auf die Erde nieder. Länder wurden verstrahlt. Die Menschen mussten aufpassen, was sie essen. In der Nähe des Kraftwerks musste die Bevölkerung ihre Städte für immer verlassen. Kinder kamen mit Behinderungen auf die Welt. Es war furchtbar. Und was hat das mit der neuen Generation von Kraftwerken zu tun? Nach den katastrophalen Unfällen wie in Tschernobyl wurde weltweit versucht, die alten Systeme sicherer zu machen. Trotzdem gibt es bis heute noch immer viele ungelöste Probleme. Seit einigen Jahren steckt die Atomindustrie sehr viel Geld in die Entwicklung völlig neuer Kraftwerkskonzepte. Diese mittlerweile vierte Generation soll nicht nur sicherer werden. Es gibt auch einige grundlegende Veränderungen. Einige neue Reaktoren werden so konstruiert, dass sie viel heißer werden, damit der Industrie in Zukunft viel höhere Temperaturen zur Verfügung stehen. Sie werden mit Metallen oder Salzen gekühlt, die bei den hohen Temperaturen flüssig sind. Spannend. Wie ein Science-Fiction-Film. Die technischen Anforderungen sind wirklich sehr groß. Das wird noch einige Jahrzehnte dauern. Man fordert niedrige Kosten. Gleichzeitig will man aber auch schwere Unfälle verhindern. Und die militärische Nutzung soll erschwert werden. Und man will möglichst wenig Atomabfall erzeugen. In einer Studie wurde aber nachgewiesen, dass das alles gar nicht gleichzeitig umgesetzt werden kann. Alle Maßnahmen kosten viel Geld. Warum arbeitet man an Projekten, die nicht realistisch sind? Die neue Generation bringt frischen Wind in die Atomenergie. Jetzt, wo verstärkt über alternative Energien geredet wird, kommt das für die Atomindustrie sicher nicht ungelegen. Ich finde es aber sehr gut, wenn man die gefährlichen Kraftwerke verbessert. Ja, klar ist das gut. Es fordert die Wissenschaft zu Höchstleistungen heraus. Aber etwas bereitet mir großen Kummer. Beim Verbrennen, also Spalten von Uran, entsteht immer auch Plutonium. Das eignet sich sehr gut als Brennstoff und für Atomwaffen. Ein Atomkraftwerk kann nun so gebaut werden, dass besonders viel Plutonium anfällt. Das Kraftwerk erzeugt gleichzeitig Strom und neuen Brennstoff. Oh, das ist also die Neuigkeit. Wie praktisch. Neu? Nicht im geringsten. Schon vor vielen Jahren wurden solche Kraftwerke getestet. Man nennt sie schnelle Brüter. Schnelle Brüter? Brüten die das Plutonium aus wie die Henne das Ei? So ungefähr. Aber nach schweren technischen Problemen hat man sich dafür entschieden, auf die schnellen Brüter in Zukunft wieder zu verzichten. Gut so. Doch jetzt sollen Brüter, technisch verbessert, weltweit wieder gebaut werden. Das hat natürlich einen guten Grund. Uran gibt es nicht mehr so viel, daher fällt diese Möglichkeit zunehmend weg oder wird zumindest sehr teuer. Aber es gibt noch einen anderen Stoff, der zum Brüten geeignet ist, nämlich Thorium. Davon hat man in Indien große Mengen gefunden. Aha, ganz schön verwirrend. Uran, Plutonium, Thorium. Und warum ist ein Brüter so gefährlich? Vor allem, weil das, was dort gebrütet wird, hochradioaktiv und sehr giftig ist. Wenige Millionstel Gramm davon können schon Lungenkrebs bewirken. Theoretisch reichen einige Kilogramm, um die gesamte Menschheit zu töten. Oh. Das ist, wie gesagt, nur theoretisch richtig, weil es vermutlich schwierig sein würde, allen Menschen gleichzeitig Plutonium in die Lunge zu blasen. Ja,
Und man wird doch sicher aus den bisherigen Erfahrungen lernen und alles so bauen, dass das Plutonium und das Uran nicht in die falschen Hände kommt. Naja, so viel Erfahrung hat man mit schnellen Brütern auch noch nicht. Es wird eher befürchtet, dass solche Kraftwerke gebaut werden, bevor alle diese Probleme gelöst sind. Gerade zu Zeiten einer Energiekrise gut möglich. Es bleibt ein Widerspruch. Die vierte Generation soll angeblich so gebaut werden, dass militärischer Missbrauch unmöglich wird. Doch eigentlich wird das Problem noch viel größer. In den Kraftwerken der neuen Generation wird noch mehr atomwaffenfähiges Material entstehen als bisher. Dass da weder Wissen noch radioaktives Material in falsche Hände gerät, kann nicht sicher ausgeschlossen werden. Hugo, ich zeig dir jetzt noch einmal, was mit dem Uran passiert. Schau mal her, zuerst wird das Uranerz abgebaut. Dann wird das Uran extrahiert und die Brennstäbe erzeugt. Dann wird das Uran gespalten. Übrig bleiben unzählige ausgebrannte Brennstäbe. Wohin kommen die dann? Sie werden einige Jahre auf dem Atomkraftwerksgelände in speziellen Nassbehältern abgekühlt. Nun wird aus den abgekühlten Brennelementen in der Wiederaufarbeitungsanlage weiter verwertbares Uran und Plutonium herausgelöst. Der nicht verwertbare, hochradioaktive Atommüllrest wird in Stahlbehältern trocken zwischengelagert. Diese Zwischenlager schützen aber nicht ausreichend gegen äußere Einwirkungen wie Erdbeben, Flugzeugabstürze oder Bombardierungen. Drum ist es wichtig, den Abfall möglichst bald in ein besser geschütztes Endlager zu überstellen. Und wo ist das Endlager genau? Es ist unglaublich, aber wahr. Für den stark radioaktiven Abfall gibt es das noch gar nicht. Es laufen schon über 400 Reaktoren und es gibt noch kein Endlager? Für wie lange strahlt denn der Atommüll? Eine unvorstellbar lange Zeit. Die Atomindustrie spricht gerne von nur tausenden Jahren. Manche Bestandteile des Atomabfalls strahlen aber für mehrere Millionen Jahre. Das hört sich aber lang an. Ja, das ist sehr lang. In so vielen Jahren wissen die Menschen dieser Welt nicht mehr, wer ihnen den Abfall vererbt hat. Und was machen die Konzerne, die die Atomkraftwerke betreiben, jetzt mit dem Atommüll? Das ist das Problem. Man weiß es nicht. Man hat überlegt, die radioaktiven Reste im antarktischen Eis zu vergraben, auf oder unter den Meeresgrund oder sogar in den Weltraum zu befördern. Es ist paradox, aber obwohl die Menschen schon seit mehreren Jahrzehnten stark radioaktiven Abfall produzieren, gibt es dafür noch kein Endlager. Aber die Verantwortlichen müssen doch irgendwelche Ideen haben, was mit dem Müll passieren soll. Wie immer wird heftig gestritten. Die einen wollen den Atommüll gut schützen und daher in versiegelten Lagerstätten tief in der Erde vergraben. Juhu, aus den Augen. Aus dem Sinn. Die anderen fordern, dass der Abfall kontrollierbar und erreichbar bleibt für alle Fälle. So oder so, man muss erst einmal eine Gesteinsformation finden, die auf jeden Fall für Millionen Jahre unversehrt bleibt. Was soll denn so weit unter der Erde passieren? Unsere Erde verändert sich ständig. Man muss über Millionen Jahre die Bewegung der Erdschichten, unterirdische Wasserwege, Vulkanismus oder Ausschürfungen von zukünftigen Gletschern genau voraussagen. Sonst könnte sich der radioaktive Abfall unkontrolliert in der Biosphäre ausbreiten. Eine Million Jahre. Wie viele Fußballweltmeisterschaften sind das? Aber du musst gar nicht so weit vorausdenken. In Deutschland ist das Versuchslager für schwach radioaktiven Abfall in Asse schon jetzt akut einsturzgefährdet. Seit Jahren dringt unkontrolliert Wasser ein. Die Naturwissenschaft stößt hier einfach an die Grenzen der Vorhersagefähigkeit. Habe ich das also richtig verstanden? Die einen wollen den Müll vergraben und unerreichbar machen, die anderen wollen, dass der Müll zugänglich und kontrollierbar bleibt. Genau. Und beides hat seine Vor- und Nachteile. Deshalb fällt eine Entscheidung auch nicht leicht. Aber was genau macht man nun mit dem vorhandenen Atommüll? Keine Ahnung. Wir haben ein Atommüllproblem, weil die Menschen Atomenergie nutzen. Ungefähr seit 50 Jahren und vielleicht noch weitere 50 Jahre. Danach wird davon nichts überbleiben außer der Müll. Spätestens dann werden die Menschen auf alternative Energiequellen umsteigen müssen. Doch denk einmal an die unzähligen Generationen von Menschen der nächsten Millionen Jahre. Ihnen bleibt von der Atomenergie nichts, aber wirklich nichts außer unser Atommüll.
Ich bin der Meinung, dass der bereits erzeugte Atommüll rund um die Uhr sicher gelagert und überwacht werden muss. Das ist aber sehr unangenehm. Daher sollten die Menschen so bald wie möglich keinen weiteren Atommüll mehr erzeugen. Warum versucht der Mensch eigentlich, sein Energieproblem auf die komplizierteste Art zu lösen, wenn er es schon längst besser kann? Du meinst jetzt erneuerbare Energien? Und Energiesparen. Effizientere Nutzung der Energie nicht zu vergessen. Zeigst du mir mal, wie ein Sonnenkollektor funktioniert? Alles der Reihe nach. Habe ich dir schon erzählt?